الحمد لله رب العالمين على سوق بيت الله دمهان دفلتن والصلاة والسلام على نبينا محمد الله زيغ من هالم بمهات سشكايت رم بوفيت محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, Allah sagte sinngemäß im Koran Karim, die Hajj wird in bekannten Monaten vollzogen und diese bekannten Monate sind die Monate Shawwal, Dhul-Qi'da und Dhul-Hijjah. Das heißt, in diesen Monaten der Muslim beginnt, eine Hajj zu machen. Und diese edlen Tage, liebe Geschwister, werden inshallah ta'ala bald eintreffen. Und nach weniger Zeit werden wir erfahren, wem Allah subhanahu wa ta'ala dieses Jahr die Hajj gut geschrieben hat. Nach wenigen Tagen werden wir erfahren, wen Allah azza wa jal in seine Barmherzigkeit aufgenommen hat. Nach wenigen Tagen werden wir erfahren, wem Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden vergeben hat, wem Allah dieses Geschenk gemacht hat, dass er diese lange Reise auf sich genommen hat, um Allah subhanahu wa ta'ala, um von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen zu werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von unseren Geschwistern dieses Jahr von allen von ihnen annehmen, von allen unseren gläubigen Geschwistern und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns auch annehmen, denn wir möchten inshallah ta'ala unseren Geschwistern, die in der Hajj Umra sind, ein bisschen nachahmen im Rahmen des Gesetzes. Und zwar berichtet uns Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما. Er sagte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم folgendes sagte, und der Hadith ist Sahih al-Bukhari unter anderem. Er sagte, es gibt keine Tage, an denen eine Tat wertvoller ist als an diesen Tagen. Und er meinte damit die Tage von Dhul-Hijjah, die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Es gibt keine Tage, an denen eine Tat wertvoller ist als an diesen Tagen. Und dann fragten sie ihn, nicht einmal der Dschihad, dann sagte der Prophet, nicht einmal der Dschihad, es sei denn, jemand zieht hinaus und riskiert seine Seele und sein ganzes Hab und Gut und kehrt von nichts damit wieder zurück. Das wäre eine Ausnahme. Aber ansonsten, die wertvollsten Taten sind die Taten, die man in den ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah verrichtet. Und zu den guten Taten, da gehört alles dazu. Da gehört das Fasten dazu. Da gehört das Gebeten der Nacht dazu. Da gehört die Sadaqa dazu. Da gehört natürlich allem voraus eine aufrichtige Reue dazu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns sowohl für diejenigen, die sich in der Hajj befinden, auch als diejenigen, die sich nicht in der Hajj befinden wie wir, es gesetzlich gemacht, dass wir uns Allah nähern, indem wir ein Opfer für Allah subhanahu wa ta'ala leisten. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf der einen Seite uns motivierend und auf der anderen Seite warnend davor, dass jemand, obwohl er die finanziellen Mittel dazu hat und es trotzdem nicht macht, er sagte sallallahu alaihi wasallam, wer die Möglichkeit hat und trotzdem kein Opfer leistet, soll sich unserem Gebetsplatz nicht nähern. Gemeint ist der Gebetsplatz des Eid. Und deswegen, das ist eine eindringliche Aufforderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam für jeden Mann, der die Möglichkeit dazu hat, finanziell das zu machen, dass er auf keinen Fall diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam unterlässt. Und wir opfern und ähneln uns dadurch einigen unserer Geschwistern in der Hajj, weil die Leute, die Hajj machen, gibt ja 3 Formen der Hajj und bei 2 von diesen Formen, die Leute müssen auch ein Opfertier leisten. Ein Hadi, wie man das nennt, und wir nennen es, weil wir, für uns heißt es Udhiya, weil wir uns nicht in der Hajj befinden. Und dieses Opfertier, liebe Geschwister, was wir für uns leisten, die sich jetzt nicht auf der Hajj befinden, das opfert der Familienvater. Das opfert jeder Mann, der alleine ist oder eine Familie hat, für sich und das Tier macht er in seinem Namen als auch im Namen seiner Frau und seiner Kinder. Ein einziges Tier reicht dafür aus. Und natürlich, dass man diese Sache selbst durchführt mit den eigenen beiden Händen, ist besser und wertvoller und vollkommener und der Sunna näher, als dass man jemanden anderes damit beauftragt. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sache im Koran erwähnt und deswegen ist sie gesetzlich und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie umgesetzt. Wer jemand anderes damit beauftragt, er wird, liebe Geschwister, viele Dinge werden ihm entgehen. Unter anderem, dass er die Belohnung bekommt, diese Sache mit eigenen Händen durchgeführt zu haben. Denn jemand, der etwas durchführt, bekommt
mehr Lohn. Warum? Weil er das, weil das für ihn anstrengender ist, weil da mehr Mühe dahinter steckt. Und es kann nicht sein, dass zwei Leute die gleiche, der eine macht sich mehr Mühe und dann die gleiche Belohnung bekommt wie der andere. Dann genauso, liebe Geschwister, wenn man das nicht selbst macht, dann entgeht einem der Lohn, Allahs Name subhanahu wa ta'ala zu gedenken über das Opfertier. Wenn man sagt, Bismillah, Allahu Akbar. Und dieses Gedenken, das Gedenken Allahs al-Dhikr, ist die wertvollste Tat überhaupt. Dann, dass man, wenn man manche Leute, sie opfern im Ausland oder lassen im Ausland opfern, an anderen Stellen, an denen sie sich befinden, dann natürlich entgeht dir das Essen davon. Und es entgeht dir auch die Mühe, dieses Fleisch zu verteilen an deinen Nachbarn, an deine muslimischen Geschwister, an deine Familie, an die Moscheegeschwister und so weiter und so fort. Obwohl Allah sagt im Koran, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا. Das heißt, esst davon und gebt davon zu essen. Esst davon und gebt auch davon zu essen. Diese Sunna entgeht dir in all diesen Fällen. Und natürlich kann es theoretisch sein, dass derjenige, der für dich opfert, zu früh opfert, und das Opfertier muss normalerweise, wann muss es geopfert? Vor dem Eidgebet darf es nicht geopfert werden, es muss nach dem Eidgebet geopfert werden. Und alle ganz wichtige Sache, wenn wir uns überlegen, woraus besteht eigentlich unser Eid? Unser Eid besteht unter anderem daraus, dass wir das Eidgebet verrichten und dass wir danach ein Opfertier leisten. Und wenn wir, liebe Geschwister, eins von den beiden Sachen jetzt weglassen, dann subhanallah, entgeht diese Kulthandlung, entgeht diese Sha'ira, und wenn du noch das Gebet weglässt, dann was bedeutet dann Eid überhaupt noch für dich? Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich und seine Umgebung, besonders die Familie und die Kinder, daran gewöhnt, dass am Eidtag bestimmte Dinge passieren, dass man bestimmte Dinge, Leute auch vielleicht besucht und dadurch die Familienbande pflegt, damit sie auch wissen, was bedeutet Eid. Weil normalerweise, wenn du ein Kind fragst, warum feierst du Eid? Er sagt sich ja, weil die Pilgerer dort in Mekka sind. Ja, und was hast du damit zu tun? Deswegen, was hast du damit zu tun? Das sind diese Gottesdienste, die ich vorhin erwähnt habe. Deswegen lasst sie möglichst nicht weg, sofern man dazu imstande ist. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam nach einem Bock, das heißt ein männliches Schaf mit Hörnern verlangte, der schwarze Beine, ein schwarzes Gesicht und einen schwarzen Bauch hat. Als man ihn ihm brachte, sagte er, O Aisha, reiche mir das Messer. Dann sagte er, schärfe es mit einem Stein. Sie tat es, dann nahm er es und den Bock, legte es auf die Seite, oder ihn auf die Seite, opferte es und sprach im Namen Allahs, Bismillah, O Allah, nimm von Muhammad, seiner Familie und seiner Gemeinde an, sallallahu alaihi wasallam. Hiernach opferte es, alaihi salatu wassalam. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns darauf hingewiesen, dass man nicht irgendein Tier opfert, sondern es muss, liebe Geschwister, ein bestimmtes Alter erreicht haben. So sagte er im Hadith von Jabir radiallahu anhu, schlachtet nur eine Musinna. Ein Musinna kommt auf ein welches Tier. Je nachdem, welches Tier man von redet, dementsprechend hat es ein Alter. Wenn wir von Schafen und Ziegen sprechen, dann muss es mindestens ein Jahr alt sein. Und ansonsten sollten wir von einer Kuh sprechen, dann kann es muss es zwei Jahre alt sein. Dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, es sei denn, es fällt euch schwer, das heißt, man kann keins auffinden, oder es gibt zwar eins, aber irgendwo 300 Kilometer entfernt, dann reicht es auch aus, wenn man ein 6 Monate altes Schaf opfert. So hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt. Deswegen erstens fragst du nach, wie alt es ist. Ist es mindestens ein Jahr alt, dann geht es inshallah in Ordnung. Ansonsten, wenn es zu jung ist, dann nur, wenn es kein älteres gibt. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns Vorgaben gemacht, was die Qualität des Tieres angeht. So darf es also kein krankes Tier sein, kein blindes Tier sein, kein gebrechliches Tier sein, kein zu altes Tier sein. Es darf kein Tier sein, das einen deutlichen Mangel aufweist. Und zwar wurde einmal Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu gefragt, welche Opfertiere erlaubt sind. Da sagte er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam stellte sich eines Tages unter uns hin und sagte, wobei meine Finger kürzer sind als seine und meine Fingerspitzen kürzer sind als seine. Er sagte, vier Tiere dürfen nicht geopfert werden. Ein offensichtlich einäugiges, ein deutlich erkranktes, ein klar behindertes und ein gebrechliches, das kein Knochenmark mehr hat. Das heißt, ein sehr altes Tier. Und aus diesem Hadith ergibt sich nicht nur, dass man kein mangelhaftes Tier opfern darf, sondern auch,
dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Stand haben, liebe Geschwister, den unser einer schwer erreichen kann oder gar nicht erreichen kann. Denn als er Al-Bara gefragt worden ist, er hätte auch die Antwort direkt geben können, aber nein, er erwähnt seine Antwort nicht mit seinen eigenen Worten, sondern erwähnt einen Beweis, einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn jeder Muslim immer nur reden würde mit einer Ayah als Argument oder einem Hadith, dann würde es uns sicherlich viel besser gehen und viel weniger Menschen würden ohne Wissen sprechen. Man darf, liebe Geschwister, wenn man eine Kuh schlachten möchte, darf man sich zu siebt daran beteiligen. Das heißt, sieben verschiedene Männer dürfen alle zusammen sagen, wir schlachten eine einzige Kuh, und dieses gilt dann für diese sieben Männer und auch für alle diese sieben Familien, für die diese Männer eben aufkommen. Das nennt man auf Arabisch Tashrik. Und das gilt für Kühe als auch für Kamele, aber Kamele gibt es wohl hier eher nicht. Dann zuletzt möchte ich euch auf eine wichtige Sache hinweisen. Und zwar, wie wir wissen, wenn man für jeden von euch, der schon auf der Umrah war oder in der Hajj war, gibt es 9 Dinge für den Hajj oder der Umrah macht, die er nicht tun darf. Wenn wir ein Opfertier leisten wollen, gibt es für uns 2 Dinge von diesen 9 Dingen, die auch uns verboten sind. Das nennt man die sogenannten Mahzurat al-Ihram. Es gibt 2 Dinge. Und zwar die erste Sache, die uns verboten ist, ist, dass wir unsere Haare kürzen oder Haare schneiden oder Haare rasieren, sobald die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah eingetroffen sind und wir auch vorhaben, ein Tier zu opfern. Das heißt zum Beispiel, Vater, Mutter, Kind. Der Vater will ein Tier opfern. Das heißt, diese Regel gilt für den Vater und nicht für die Frau und nicht für das Kind. Aber der Vater, sobald die 10 Tage von Dhul-Hijjah, die ersten, eingetroffen sind und er hat auch vor, am Eid-Tag oder an den einen der 3 Tashriq-Tagen nach dem Eid-Tag zu opfern, ab diesem Zeitpunkt darf er keine Haare mehr kürzen und auch keine Fingernägel und keine Fußnägel mehr schneiden. Die Frage, die sich für uns stellt, ist, wann beginnen diese 10 Tage? Die Antwort lautet, heute ist der 28. Dhul-Qi'dah. 28. Dhul-Qi'dah bedeutet, diese Information habe ich vom Hajj-Ministerium, das heißt, die Verantwortung liegt bei Ihnen. Die 28. Dhul-Qi'dah ist heute, und heute ist der 4. Oktober, und das bedeutet, insha'Allah ta'ala, dass der erste Tag Dhul-Hijjah, das heißt der erste Tag, ab dem diese Verbote für dich gelten, wenn du ein Opfertier opfern möchtest, ist der 6. oder der 7. Oktober. Der 6. oder der 7. Oktober, das heißt der kommende Sonntag oder der kommende Montag. Der kommende Sonntag oder der kommende Montag. Und das hängt natürlich, warum ist es einer von beiden Tagen, Sonntag oder Montag? Weil es kommt darauf an, ob der Monat, in dem wir uns jetzt befinden, 29 Tage hat oder 30 Tage. Denn die Monate, sie haben entweder 29 oder 30 Tage. Das weiß man erst am kommenden Samstagabend. Erst am Samstagabend wirst du diese Sache wissen, ob am Sonntag schon Dhul-Hijjah ist oder nicht. Und das bedeutet, dass Eid am Dienstag oder Mittwoch ist, insha'Allah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch allen annehmen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.